Die Klangliege aus der Klangwerkstatt verfügt über eine in der Mitte geteilte Spielebene mit zwei unterschiedlichen Klangcharakteristiken in Monochord- und Tambura-Stimmung mit jeweils 32 Saiten. Der Spieler kann in einer aufrechten Körperhaltung bequem über die vor ihm liegende Hälfte der Saitenebene streichen. Der Klang und die Vibrationen werden von dem Menschen, der bespielt wird, gleichwohl immer einhüllend in seiner Körpermitte erlebt. Zur Intensivierung des Klangerlebens besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ein oder zwei Spieler auf beiden Hälften einen wunderbar verschmelzenden Mischklang erzeugen. Dreht man den Korpus der Klangliege 90 Grad um seine Mittelachse, so liegt vor dem Spieler eine breite Spielebene. Die Klangliege kann so auch, alleine oder zu zweit, als Instrument eingesetzt werden. Sie verfügt über ein überragendes Klangvolumen und einen sehr tragfähigen Ton, auch in großen Räumen. Auch zum Stimmen ist die Positionierung der Saitenebene nach oben sehr komfortabel. Sie können hinter dem Instrument sitzen und ein Stimmgerät auf dem Bogenfuß ablegen. Es empfiehlt sich immer gruppenweise zu stimmen. Das heißt, zunächst mit den tiefen Basssaiten, also zum Beispiel Groß D oder Cis, zu beginnen und daraufhin die Gruppe der Oktavtöne durchzugehen. Bei der Tambura-Stimmung schließt sich zum Schluss noch an das Stimmen der dazwischenliegenden Quinten.